Willkommen zurück zu einer weiteren Episode von RimWorld. Oh Mann, diese Anmoderation war unfassbar schlecht. Warum ist das Spiel gerade so? Wir sind tatsächlich übrigens nebenbei bemerkt live. Das heißt, wir können jetzt direkt mal ein paar Leute umbenennen. Wir haben hier nämlich noch... Wir haben... Das ist auch noch was mal live. So, wer jetzt einen Charakter haben möchte, der meldet sich jetzt. Wir haben zwei Stück übrig. Wir haben Blitz und Tyler haben noch keinen Namen gekriegt von mir. Die anderen sind noch benannt. Genau, das Bauprojekt hier war noch nicht fertig. Genau, wurde das Dach jetzt hier eigentlich nicht mal abgerissen? Natürlich noch nicht. Oder? Ne, das darf man noch nicht mehr abreden. Mach's gut, Asiel. Was? Wir sind gerade auf dem anderen TS. Ach so. Ja, da spielt aber wieder Seven Days to Die, so irgendwie einen anderen Spaß, oder? Na gut, wie dem auch sei, wo war ich denn hier gerade? Das Problem ist, ich habe natürlich ein bisschen vergessen, was wir beim letzten Mal war. Die Heilwurzel ist noch nicht gewachsen. Die braucht noch Ewigkeiten. Nein, die Nahrungsversorgung stand, glaube ich, ganz gut. Ja genau, Nahrung kam. Ich lasse mal laufen. So, genau, ich forsche immer noch das Gewehr. Hier wird immer noch gebaut. Das braucht noch 1500 Arbeit ungefähr. Das dauert noch ewig. Da haben wir richtig alt. Und der nächste Angriff kommt bestimmt. Der wird mich wahrscheinlich komplett vernichten. Wenn jetzt Arbeitskraft fertig wäre. So, würdest du bitte, was? Macht zwar lang, ist einfach. Macht so, ja. Störung Solaranlage. Na gut, das ist jetzt ehrlich gesagt nicht so dramatisch. Es wird schon irgendjemand reparieren derzeit. Achso, genau. Ach, hier, richtig. Die Autotüren wollte ich ja noch bauen. Wie viel Arbeit in so einer Autotür drin steht? Krass. Vor allem, weil du geringschätzt meine Kochkünste. Du hast kein Kochen 10. Du kannst keine leckere Mahlzeiten machen. Das ist tatsächlich der geringschätzig. So, jetzt ist die Autotür hier fertig. Ich hoffe, ich werde das nicht bitter bereuen. Das Ding braucht 50 Watt. Brauchen die eigentlich die unterschiedlichen Türen unterschiedlich viel Strom? So, warte mal. Jetzt mal reißen wir mal die Tür hier ab. Ich habe das Gefühl, dass die Autotür nicht unbedingt echte Kolonisten futtern roh. Rock macht 5 Klamotten gleichzeitig. Warum auch immer? Das verstehe ich bis heute nicht. Das ist, er hat nur einen einzigen Klamottenauftrag. Also jetzt. Aber das Ding ist, er hatte vorher 5 Aufträge, hier verschiedene Sachen herzustellen, weil ich dachte, es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir eine Klamotte von jedem Typ vorrätig haben. Das wäre irgendwie gut, weil hier irgendwie die Hälfte meiner Kolonie klagt über zerrissene Kleidung. Okay, ist in Ordnung. Kein Problem, lass mal Klamotten herstellen. So, ist jetzt hier bitte endlich mal das... Warum ist denn... Achso, hier ist immer noch kein Stromkabel. Habe ich nicht mal Stromkabel in Auftrag gegeben? Ist ja kein Problem. Da können wir ja locker flockig einfach sagen, der soll hier... Er soll einfach mal Klamotten herstellen. Gut ist... Aber irgendwie... Fängt er irgendwie Klamotten an, macht die zu 80% fertig und dann lässt er sie liegen. Kann ich hier in die Leute auch noch schneller machen? Achso, den Multi-Analysator forsche ich gerade. Nee, ach, richtig. Hat der hier, so ein, hier ist da so ein Giftschiff gelandet. Also einbauen läuft aber auch. Das muss ich bei Gelegenheit mal sprengen, das Ding. Mach auch nicht mehr mit der Schneider. Ja, ich verstehe es halt auch nicht, also warum man die liegen lässt. Ich frage mich, ob es vielleicht daran liegt, dass sich dieser Hocker mit dem Tisch gleichzeitig noch einen Slot teilt. Mehr oder weniger unbeachtet. So, reißt jetzt hier bitte irgendjemand mal das Dach ab? Ja, Blitz ist doch eigentlich, wer ist denn hier? Der macht Kalksteinblocken. Blitz ist doch eigentlich mein Bauarbeiter, oder nicht? Genau, Blitz ist der Zweite. So, kann ich den irgendwie befehlen, das Dach wieder abzureißen? Nee. Improvisierter Sprengsatz, genau. So. Dann. Jetzt Multi-Analysator weiter vor. Genau. So. Und jetzt müssen wir mal hoffen, dass ich hier genug Bomben legen kann, um die komischen Roboter auszulöschen. Das funktioniert vor allen Dingen. Weil wenn nicht, werden wir gleich sehr oft laden. Wenn das hier nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Mein Gott, das ist vielleicht. Wenn die Bombe nicht funktioniert, habe ich nämlich ein echtes Problem hier, die. Achso, warte mal. Abbruch. Ich glaube, die Sprengsätze detonieren sich leider gegenseitig. Also wenn einer explodiert, explodieren alle. Das ist wahrscheinlich keine gute Idee, da 6 Stück nebeneinander zu packen. Ich mach's einfach mal. So, die bauen schön das Feld ab. Das ist ja schön. Der Raider schläft wahrscheinlich noch. Nee, das war. So. Wem benenne ich denn jetzt hier noch ein Dings? Das hat so toll, Matze, Roboter. Putze- und Trageroboter. Ja, nee, das ist das. Wenn wir es mal schaffen würden, das Spiel irgendwie mal einmal irgendwie zum guten Abschluss zu bringen, entweder weil ich es nicht mehr schaffe, weiterzukommen, oder dann würde ich ja auch mal ein paar Mods ausprobieren, aber bis es soweit ist, nee. Was ist denn jetzt eigentlich aus meiner Operation Batterien geworden? Ich würde hier noch mehr bauen, oder? Also zumindest meine zweite Batterielagerbank macht zumindest. Na, knapp. Ah, siehst du, ich mache langsam Minus. Gut, dass ich mehr Batterien baut. Orion Fraktion, die mit Panzer angreift. Ach du Scheiße. Da hatte ich ja richtig wenig Bock drauf, ne? Möchte hier bitte irgendjemand mal das Dach abreißen? Freunde, meine Kühlung funktioniert nicht, solange ihr... Ach, Mann. Es ist so ein Elend.
Also wie auch keine Arbeit zu sorgen. Wie passiert hier auch nichts? Achso, das eine T-Shirt ist ja fertig. Also kann er jetzt hier... Kann er jetzt das T-Shirt fertig machen? Genau, Stoff-T-Shirt und fertig. Da bin ich eigentlich spannend. Ich könnte ja nicht auch Teufelsgarn anbauen, aber andererseits... Ich glaube, mein nächstes großes Bauprojekt wird erstmal... Kann ich Geschütze neu verlegen? Ah, die kann ich... Geschütze kann ich tatsächlich neu umbauen. Das ist ja schön. Das werde ich noch natürlich machen müssen. Weil mein nächstes großes Bauprojekt wird definitiv sein, dass ich hier einmal komplett den Block absperre. Und hier dann so dicht mal, dass ich erstmal vorne ein bisschen Ruhe habe. Ich kenne das Spiel nicht schon, aber ganz gut. Nee, das Spiel ist, es geht quasi ums Überleben. Das kann man ja mal in Folge 13 oder so nochmal erwähnen, wenn jeder Part eine halbe Stunde lang ist. Also das Spiel fängt mit drei Kolonisten an und es geht darum, dass die Leute irgendwie überleben sollen, indem du denen irgendwie was baust. Ab und zu gibt es noch so Angriffe. Ach, die Ziel ist richtig Schnappenbrust. Ich glaube, es macht absolut keinen Unterschied. Ich könnte die Autotür genauso gut aus Holz bauen, ne? Ich baue trotzdem aus Kalkstein. Ja. Es geht darum, dass die Leute überleben und dann musst du halt... Es gibt auch verschiedene... Also ich habe jetzt ein Ding ohne Zeitlimit gespielt, aber es gibt auch Sachen mit Zeitlimit. Und dann geht es darum, so schnell wie möglich wegzukommen. So eine Bombe... Okay, woran scheitert es hier? Einfach nur an Arbeitskraft. Blöd. Was, mit allen Prothesen braucht man keine Stunde Schlaf und einen Tag und hat 500% mehr Arbeiten und Laufen. Lustig wird es mit random kleine Katastrophen passieren. Das ist ja tatsächlich... Ich spiele diesmal auf einem höheren Schwierigkeitsgrad als beim letzten Mal, wo ich das Spiel gespielt habe. Aber prinzipiell wird es gerade echt deprimierend. So, wie nenne ich den Typen jetzt? Guck mal, einen Typen nennen wir Blitz, nennen wir erstmal Marv. Habe ich jetzt gerade so für mich entschieden. Der guckt zwar gar nicht mehr zu, der ist glaube ich schon weg, aber was soll's. Marv. Marv. Zack, Spitzname Marv. Wir müssen noch einen Namen für Tyler finden. Steintüren gehen langsam auf, es sind aber Autotüren. Es sind Autotüren! Die sollten eigentlich immer gleich schnell aufgehen, hoffe ich zumindest. Quasseln können unverlangsamt werden. Genau das da. Türöffnungsgeschwindig. Warte mal. Das müsste ich vielleicht doch noch mal ausprobieren. Warte mal, Autotür auf Holz. Oh, verdammt. Aber warte mal, eine Autotür. Das ist ja nur die Türöffnungsgeschwindigkeit, aber... Ja gut, die Erklärung war jetzt ehrlich gesagt nicht so gut, muss ich zugeben. Geht auch vor Autotüren. Echter Scheiße. Muss ich wieder wegreißen. Also, das wusste ich nicht. Ich dachte, Autotüren gehen immer gleich schnell auf. Da dachte ich mir, baust du lieber mal zukunftssicher Steintüren. Weil prinzipiell möchte ich alle Wände durch Steinwände ersetzen. Früher oder später. Vorortskapseln. Yay. Und. Ja, 15 Bauteile sind 15 Bauteile. Oh, 21 Bauteile. Alter. Das Spiel meint, wo es geht mir zu schlecht. Oh, das Giftschiff ist aber. Kinder, wird das bitte mal mit den Dings bald was? Das ist jetzt hier, erwarte vor 3 Tagen, ja. Forschung abgeschlossen, Multianalysator, cool. So, was brauchen wir noch? Feuerbestattung? Das Krematorium. Das würde ich vielleicht mal bauen, ne? Das könnte helfen. Festungspumpe, improvisierte Brandbomben, Mörser. Obwohl, der Mörser wäre natürlich auch ganz cool. Psychoidenveredelung? Hatte mal einen Mod auf Version 13, was für Aluminium hatte. Beste Türen ever. Ja. So, warte mal. Möchte bitte irgendjemand mal diese scheiß Dingens hier fertig bauen? Also wirklich. Das macht einen Rock den ganzen Tag eigentlich. Ach, siehst du, ich wollte noch was anderes. Ich wollte nämlich noch die Zuweisung. Ich wollte hier noch die Outfits verwalten. Genau. Ich will ein neues Outfit machen. Und zwar... Ja, von mir aus. Outfit 5. Nee, das ist... Prinzipiell alles. Nee. Krieger. So, warte mal, genau, Krieger. Ja, und jetzt noch ein neues Outfit. Achso, warte mal, jetzt. Und das ist, Arbeiter. Da keine Energierüstung, keine Energieschilde, keine Schutzwesten. Und keine Energierüstungshelme, keine Kevlarhelme und keine Militärhelme. Genau, so. Arbeiter. Raider ist auf jeden Fall Krieger. Wir hatten hier noch halbwegs Waffenskills. Er hat noch einen. Overlord hat noch eine Waffe. Gut, damit. Aber kriegt Overlord natürlich auch die Kriegerklamotten. Wichtig hat die Schrotflinte. Einfach nur, weil die Schrotflinte hat, obwohl er eigentlich keinerlei Schussfähigkeiten hat. Also er hat schon Krieger. Okay, gut. Und Marv ist. Er hat gar keine Waffe. Okay, auch nicht schlecht. Den kriegt auf jeden Fall die Arbeiterbude. Ich glaube, ich habe nämlich hier ein paar Kevlar-Westen rumliegen, die unnütz sind. Die auch mal ruhig von Leuten getragen werden. Ich bin Mechaniker, wir passen nicht in der Stadt, ich bin ja drücker so. So, okay, jetzt der Tag der Tat ist gekommen. Das wird wahrscheinlich gleich mega schief gehen. Aber vielleicht klappt's auch. Weil das Giftschiff, das liegt mir, ich sag, ein bisschen zu nah dran, ne? So. Speichern. V15 12.1. So.
Ich habe keine Ahnung, ob das mit den Wänden noch so funktioniert. Wie die spawnen gleich hinter den Wänden. Shit! Wir hatten die Robbe noch. Verletzt. Inferno-Kanone. Wow. Ich hasse Inferno-Kanone. Habe ich nicht neulich die MP-Granaten verkauft? Obwohl, die Dinge, die Raupen kann man, glaube ich, ganz gut mit... Die Raupen kann man, glaube ich, ganz gut outrangen. Richtig schlimm sind nur die Schnitterroboter. Die sind echt das Problem. Wie er jeden Schuss trifft, der Raider. Jetzt auf einmal, jetzt... Erst wenn Leute zugucken, denn dann muss er richtig zeigen, was er kann. Oh, fuck. Lauf, Jimmy! Nein, Oberlord, was machst du denn da? Nein. Obwohl, warte mal, das ist gar nicht so schlecht, weil das müsste eigentlich klappen, oder? Meine, die Inferno-Kanone braucht Ewigkeit zum Nachladen. Lol, er hat dann... Nein, gut. Nein, warum rollst du denn vor dem Vieh? Oh Mann, du Idiot. Achso, ja. Das ist gerade mega schlecht. Könntest du bitte aufhören zu brennen? Das Feuer wird doch mal größer. Ich glaube, der gute Mann wird sterben, oder? Warte mal, kann ich bitte mal irgendjemand retten? Warum kann ich den nicht retten? Hm. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ja, das war's. Ah, ne. Okay, aber leider... Das Problem ist, dass mir gerade der Overlord abbrennt. Weil irgendwie möchte den keiner löschen. Das ist natürlich auch cool, dass das niemand den... Ist. Okay. Achso. Oh. Warte mal. Achso, töten bitte. Ich meine, das Giftschiff können wir auch morgen noch kaputt schießen, aber. Exekution 57%? Aha. Naja! Hat der Overlord eigentlich irgendwelche wichtigen Sachen abgebrannt? Ringfinger, Verbrennung, Schmerzen stark. Ah, nichts, was wir mit Schmerzmitteln nicht wieder hinkriegen. Easy. Hat der Raider irgendwas abgekriegt? Verbrennung, Inferno-Kanone. Ach, den gibt's gut. Es ist Tag. Ach ja, richtig. Mein Haustier starb. Ach ja, da war ja was. Warte mal. Raider, würdest du bitte mal... Das übrigens mal hier nebenbei mal als Nicht-Heimatgebiet erklären. Das verlieren nie auf. Also, wenn ich nächstes Mal nochmal einen Mehrzweckraketenwerfer finde, nicht wegwerfen. Ey. Ich muss den Raider mal kurz aus dem Kampfmodus entlassen. Das geht so nicht weiter. Das ist, der wird uns mega unzufrieden, wenn er den ganzen Tag am Rumballer ist. Ich schick mal Väterchen ran, der soll das mal. Was? Die Raupen sind der Hass? Die sind, solange es nur eines sind, die relativ leicht zu besiegen, solange man mehr als einen Schützen hat. So, Väterchen macht das jetzt, der hat die Schrupflinte dabei. So, jetzt hier, beschießt die scheiß Raupe. Oh Gott. Ist immer ein gutes Zieltraining. Wie halt echt nicht trifft, ne? Oh, es ist tot. Sehr gut. Das kann dauern. Ja, das ist die nächste Ausbreitung. Gazelle wurde zahm. Juhu! Physisches Brummen für männliche Kolonisten. Das kommt ja Timely. Na gut, dass das Raider und alle anderen wichtigen Leute wie Frauen sind. Hervorragend. Versuch's noch mit 20 und 5 Schnittern. Oha. So. Jetzt haben wir ein iPhone. Ach, Silber. Cool. Alles klar, schönen Tag noch. Danke. So, zumindest haben wir die Bedrohung schon mal beseitigt. Fürs Erste erstmal. Leider kein Dingskern. So einen komischen Raumschiff. Der Overlord, den geht's aber gar nicht mal so gut, ne? Die Verbrennungen sind natürlich... Ja, die ganzen Organe hat er schon vorher verloren. Naja, das ist ja in Ordnung. Ach stimmt, ich habe jetzt ja meine Krankenzimmer. Schön. Wenn mir gerade auffällt, ich hab tatsächlich in meinen ganzen Räumen hier was vergessen. Warte mal, die Leute in Krankenbetten, die brauchen da sowieso keinen Tisch, oder? Warte mal, hier brauche ich wenigstens einen Tisch. Nee, nicht einen großen Tisch. Hey, Feuerbestattung abgeschlossen. Juhu. Das Ding ist, ich erforsche die ganze Zeit diese ganzen Sachen hier. Wie Feuerbestattung. Dabei habe ich noch nicht mal das letzte Dings gebaut.
Das müsste ich eigentlich auch draußen machen, ne? Warte mal, eigentlich das draußen das Abfalllager. Prinzipiell könnte ich den Spaß mal hinten hinstellen. Warte mal hier. Ich muss ja eigentlich nur ein Stück Dach hier bauen, ne? Aber im Heimatgebiet wieder weiter. Zack, das ist jetzt Heimatgebiet. So, Dachzone. Hier kann ich doch sicherlich eine... Kann ich hier so einfach eine Dachzone definieren? Wahrscheinlich, wenn ich hier noch irgendwie mal zwischendurch noch so ein... Wenn ich noch zwei so eine Dingens baue, dann müsste das auf jeden Fall als Dachzone durchgehen. Gut. Aufs Regen tut es hier eh nicht. Dann kann ich nämlich jetzt endlich mal die... Habe ich eine elektrische Schmiede schon? Das ist eine Mechanikwerkband. Ach ne, stimmt, eine Schmiede war ja für nicht-mechanische Waffen, genau. Also, Schwerter. Krematorium, genau. Das würde ich erstmal gerne bauen, Freunde. Das stehe ich hier, glaube ich, gut. Halt euch Labortisch, der bleibt da, wo er ist. Drum, Herd. Hat eine Welt von geschätzt 30 Stammeswohner. Viele Pfeile tun auch weh. Das kenne ich ja noch von Version 13, wo ich das letzte Mal großartig gespielt habe. Da hatte ich das auch. Schmiede haben wir noch nicht gebaut, aber brauche ich eine Schmiede jetzt so zwingend? Ach, du kannst die raufheben. Ah, ich schaffe natürlich wieder. Ja. Puh, ich darf was töten. So, Overlord hat sich auch erholt. Das ist ja Weltklasse. So, Mechanikwerkbank. Ja, genau, die Mechanikwerkbank. Aber die Mechanikwerkbank, die kann man auch drin aufstellen, ne? Dann machen wir das so. Nee, da nicht. Da. So, langsam, also ich hab, die Gazelle schläft auf dem Bett. Das ist ja schön. Falsche Steiner gewidmet. Was? Warum? Ich habe doch alles aus Kalkstein gebaut, oder nicht? Das ist die richtige Steinhardwader. Also, ich weiß, dass das da eine Granitwand ist, aber in meiner Siedlung besteht alles aus Kalkstein. Ich hab mich doch immer mal für Kalkstein entschieden. Mehr oder weniger random. Nee, Kalkstein ist schon richtig. So, nebenbei bemerkt, hast du ja nicht mal kochen gelernt? Kochen immer noch 9. Da wird Zeit, dass du kochen 10 kriegst. Keine Forschung, ach so. Mörser? Das Ding ist, die Mörser bräuchte ich eigentlich an irgendeinem Punkt mal, aber ich weiß, dass die Mörser doof sind. Die bringen es einfach nicht. Tüteveredelung, Dörrfleisch, ach. Kulturen, Krankenmittel. Ne, warte, wir bauen am besten mal den Forschungskern und dann ist auch gut. Der Multianalysator kann doch prinzipiell auch draußen stehen, oder? Dacharbeiter. Ja, so, zack. Na, das hier ist sowieso früher später Innengebiet. Weil ich nämlich den Innen. Was ist denn der Multianalysator? Ist der Basis Versus? Ach, da. Selber braucht man für die Bude Gold. Oh, Gold. Wo soll ich den Gold herkriegen? Krematorium, die Blöcke waren rot. Oh. Das Krematorium besteht auch. Ach. Das Krematorium besteht aus Anden. Nee. Warte mal. Nee, ich kann das Krematorium nur im Kalkstein bauen. Weil ich habe ja auch nur Kalkstein. Insofern. Nee, passt schon. Am Mörser sind die Vorstufe des Minenwerfers. Wir reden von Kochmösern. Nee. Wir meinen schon das. Warte mal, ist das Gold? Es ist Gold. Hervorragend, okay. Gut, Goldproblem gelöst. Ich hoffe, das sind doch 20. Nee, wir meinen schon die Pfump-Pum-Mörser. Das Problem ist, dass die Pfump-Pum-Mörser in diesem Spiel unfassbar ungenau sind. Die kannst du absolut in der Pfeife rauchen, die Dinger. Also, wirklich. Lol, die Gazelle springt umher. Wir sind auf einer Goldader gestoßen. Mensch, welche Überraschung aber auch. Hört das physische Brummen übrigens bald immer mal auf hier? So, wie viel Gold kommt denn dabei raus? 35 Gold, okay, das reicht. Mehr brauchen wir nicht. Aber Granit, bist du gebaut? Das ist echt? Ich kann eigentlich gar keinen Granit bauen. Ich hab, glaube ich, einen Stein habe ich wirklich. Ja, ich hab halt immer 100 Kalksteinblöcke da und das war's. So. Zurück zum Thema, wir wollten einen Multi-Analysator bauen. Ich hoffe, das Dach hier ist schon fertig. Können wir es ja irgendwie sehen? Das ist hier das Außen, ja. Das ist ein errichtetes Dach, hervorragend. Okay. Dann. Sicherheit. Ich hoffe, das ist Shotgun, dass das Ding draußen steht an sich. Produktion, nein, diverses. Multi-Analysator. Guck mal, ist der. Frage ist, ist der jetzt durch die Wand connected oder nicht? Muss neben meinen Forschungstisch. Warte mal, wir können natürlich auch einfach den alten Forschungstisch abreißen. Ist das nur die guten Dinge, die aussehen wie Kohle? Das pustet gerade. Das hier ist auf jeden Fall aus Kalkstein. Bin mir sehr sicher dabei. So, Tyler baut immer noch an der Waffe rum. Boah, Alter. Waffenbänder wird nicht fertig. Achso, siehst du, die Räume hier wollte ich am abreißen. Ich erinnere mich wieder dunkel, ich wollte hier noch was machen. Das ist das Ding, wenn hier so mal graduell sich irgendwie so aufbaut, oder die Lampen müssen wir nicht unbedingt abreißen, es reicht, wenn wir die deinstallieren. Die kann ich, für die finde ich bestimmt noch Verwendung. Stehst du drin neben dem Stuhl? Ach so, nee, das sieht scheiße aus.
Da reiße ich lieber den 0815 Vorschuss. Es ist nicht so, dass ich so. Ich möchte sowieso nicht, dass das zwei Leute gleichzeitig forschen. Insofern passt das schon. Apropos Dach, also mit Dach bauen sind sie ja immer ganz groß. Was haben wir hier? Errichtet das Dach. Ja. Reiß doch mal bitte dieses Dach ab. Das regt mich jetzt ein bisschen auf, das ist, weil es soll hier kein Dach sein, weil das, die ganze Thermik funktioniert halt nicht, also mein Lüftungssystem funktioniert nicht, wenn hier Dach drüber ist, weil da ist ein Kühlaggregat und irgendwann wird es wieder warmer. Ich meine, aktuell ist es Winter, was man nicht merkt, weil wir in der Sonnenzone wohnen, aber habe ich nicht irgendwo einen Ofen gebaut? Ja, das hätte ich bestimmt mal einen Ofen auf der Gegend. So, ey, das Holz wird gebaut, ui. So. So, jetzt können wir auch wieder Gefangene nehmen, ist ja schon mal viel wert. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie groß ich die Wände hier baue. Weil prinzipiell dadurch, dass, dass mein Thermalgenerator hier ist, müsste ich eigentlich großzügig den kompletten Bereich hier einfach einmauern, ne? Wäre fast am besten, wenn ich einfach so mache. Könnte ich hier oben vielleicht irgendwo noch eine Tür reinballern? Oder war es das? Besuchergruppe? Besuchergruppe, sie haben Gegenstand zu behandeln dabei. Yo, Mimik! Da war eine Mimik eigentlich so ein Staubmantel. Ein stylischen. Kragenhemd unfertig. Ja, bitte. Ja, einen Auftrag geben. Aussetzen. Hemd. Ich glaube, ich sollte all meinen Leuten langsam sicher mal. Ich sollte ein paar mehr Kragenmäntel in Auftrag geben. So, Mimik, handel doch mal bitte mit Gelbe. Ja, das ist tatsächlich der Name. Kein Dachzone deklarieren. Habe ich. So, wir können. Hier können wir unser Nahkampfmesser verkaufen. Ja, die haben ja kein Geld. Haben die irgendwas, was ich kaufen möchte? Pemikan, Joints haben sie. Bier, Kräutermedizin. Wow. Kräutermedizin nehme ich erstmal. Ich könnte dem meinen Dreck verkaufen. Warte mal. Kevlein ist. Die Typen haben auch nie irgendwas. Die haben einen Silbersperr und ein Sturmgewehr. Ich bin ja geneigt, das Sturmgewehr zu kaufen. Aber das ist halt übel, ne? Niedrige, gute Reichweite, niedrige Durchschlagskraft, hohe Schussfrequenz. Weiß nicht. Möchte ich ein Sturmgewehr kaufen? Ach, ich hab die MP-Granaten sogar noch. Ach, ich Trottel! Die hätte ich einsetzen können, na gut. Nein, du hast nur die Dachzone entfernt. Es gibt noch immer noch die alte Kette. Ach so? Lol. Echt jetzt? So umständlich ist das, dass man nicht nur. Das ist. Kein Dach erweitern. Oh, ernsthaft? Warte mal. Was soll man Dach verkleinern? Genau, denn kein Dach erweitern. Muss ich hier ernsthaft. Hallo. Echt jetzt? Das ist natürlich geil. Man möchte ja annehmen, wenn man sowas wie Dachzone und kein Dachzone hat, dass das wie ein dasselbe ist. Na gut, hast du wieder was gelernt. Okay, ich danke dir. Oh Mann. Nichts übles counten, nee, hatte ich nicht vor. Ich müsste mal irgendwie anfangen, mal einen Künstler zu. Ach, jetzt fehlt dir natürlich der Boden. Mal irgendwie anfangen, mal so einen Künstler zu rekrutieren. So, einen Raum können wir noch bauen. Ich muss leider, mein Funkgerät steht leider doof, ist mir aufgefallen. Das muss ich mal. Ach verdammt, der andere Tisch steht jetzt natürlich auch dämlich. Na gut, der kostet, glaube ich, nicht so viel, die Mechanik weg. Warte mal, die Mechanikwerkbank muss jetzt echt nicht an sein, oder? Warte mal, zerlege Mechanoiden, genau. Für immer, genau. So. Mechanoiden zerlegen können wir erstmal machen. So, das Krematorium ist natürlich nicht fertig. Warum soll das Krematorium auch fertig sein? Mir fällt gerade wieder so ein, das Krematorium. Ach genau, das Krematorium war das Ding, was draußen stehen musste wegen Brandgefahr, aber trotzdem zuregnen kann. Gut, lohnt nicht. Ja, gut überlegen, Meister fliegen der. Okay. Das syrische Brummen hat aufgehört, welch Freude. Aber eigentlich könnte ich meine Leute schon mal anweisen, während so welchen anderen Quatsch hier machen. Baut man gleich mal ein paar mehr Steine, Freunde. Wenn hier gleich das Großbauprojekt um die Ecke kommt, dann werden wir eh Steine in den Massen brauchen. So, die müssen wir von Egon mal was in die Kolonie. Okay. Danach muss ich dann wohl mal anfangen, mal ein paar Geschützturmgürtel aufzubauen. Also, ich denke mal, als Siedlungsgröße reicht das hier erstmal aus. Wenn ich hinten vielleicht noch das Dachzimmer und danach werde ich, glaube ich, mal das erkunden, was da drin ist. Mal ganz vorsichtig. Dann werde ich wahrscheinlich. Wie mache ich das am besten? Ja, prinzipiell hier baue ich erstmal eine dicke Wand, glaube ich. Das ist, glaube ich, am sinnvollsten, wenn ich hier eine Wand baue. Und dann mache ich hier. Mache ich hier einen Geschützgürtel und mache ich hier einen. Also wieder mit so einem. Wenigstens drei Stück, ne? Okay, dann hier machen wir ohne lange Wand. Das ist, glaube ich, am einfachsten. Dann mache ich hier wieder so ein Table Janitor. Ach, das ist so ein Typ, der abgestürzt ist. Ich erinnere mich. Wenn ich wieder so ein Dings mache, wo die Leute nicht aus der Entfernung meine Türme outrangen können. Krematorium? Stetiges Krematorium? Sie killen, wir grillen. Ach ja. Warte mal, ich glaube, ich muss den. Na ne, ich wollte gerade sagen, ich müsste die Raider vielleicht mal wieder jagen schicken, aber wenn ich das hier gerade so sehe,
dann eher nicht. Ich diese komische... Ach, ich habe jetzt natürlich auch noch Fleisch gekauft. Ich erinnere mich wieder. Hallo, Open Up. Da, 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 da. Am scheißen sind Staubmäntel aus Menschenhaut. Boah, ist das nicht... Braucht man da nicht eine Bande von Psychopathen haben, die überhaupt irgendjemand trägt? Ich könnte mir sonst vorstellen, dass das sonst irgendwie... Warte mal, ich hab noch... Das könnte sonst, glaube ich, irgendwie noch zu Problemen führen, oder? Ich habe noch gar keine Cowboy-Hütte gebaut. Ich will nicht auch mal Cowboy-Hüte haben. Neuer Liebhaber. Ach, hat jetzt endlich irgendjemand mal Mimik rumgekriegt? Marv und Väterchen haben sich gefunden. Waren das nicht beide Kerls? Ah, tatsächlich, Väterchen ist weiblich. Okay. So, wollen die jetzt ein Partnerbett haben? Sind die jetzt deswegen unzufrieden? Möchte bei Marv schlafen, ist das euer Ernst? Okay, wo wohnt Marv und wo wohnt Väterchen? Warum steht hier eigentlich ein Bett mit in der Landschaft? Achso, das ist das alte Bett. Warte mal, das muss ich mit das hier. Ach, wie gut, dass wir noch ein Partnerbett über haben. Cool. Warte mal, das hier müssen auf jeden Fall erstmal Overlord und Raider rein. So, gut. Denn. Ohne Witz, warum habe ich hier irgendwelche Betten rumstehen? Also mitten im Raum? Was habe ich mir dabei gedacht? Habe ich die einfach nur gebaut, weil ich es konnte? Oder finde ich Betten irgendwie hübsch? Also jetzt war ich. Ach ja, hier ist jetzt kein Dach mehr. Aber die kein Dachzone ist noch zu klein. Na gut, neu installieren bei... Wo wurden Väterchen überhaupt? Da. Ja, das ist beides gleich schlecht eigentlich, ne? Ja, dann zieh... Aber darum hier ist schöner. Ich glaube, dann zieh mal halt bei Dings ein. Bei Väterchen, das ist, glaube ich, am besten. Das Tragen ist kein Problem, nur Schlachten ist halt scheiße. Ja, da brauchst du halt irgendwie einen Psychopathen für, geht alles. Wie kommt der Mimik jetzt auf die Idee, Holz? Achso, wir Holz brauchen wahrscheinlich, nehme ich an. Für was denn eigentlich? Achso, mir fällt gerade ein, ich muss ja noch diesen Fail von der Tür wieder abreißen. So, haben wir das mit dem Dach jetzt hier gelöst? Wie, die Dächer muss er einzeln abreißen? So, ist jetzt ja alles kein Dach mehr? Ne, ein paar Dächer sind hier noch. Ah ja, jetzt macht Rock weiter. Diese Arbeitsteilung, das nervt mich ja hart. Dass sich irgendwie nie irgendjemand einig ist, wer jetzt welche Arbeit macht. So, haben wir es jetzt? Dächer abreißen scheint nicht so einfach zu sein. So, richtet denn, ist noch ein Dach? Nee, okay. Gut, kein Dach 91. Ich glaube jetzt einfach, dass es ein 91 Fälle ist. Mir auch relativ egal jetzt. Wir hoffen einfach, dass wer auch immer diese Band jetzt hier baut, sich nicht einsperrt. Nein, die alten... Ach ja, richtig! Gut, dass du das sagst, oben ab, Mensch. Stimmt! Ich habe mir ja tatsächlich was dabei gedacht. Eigentlich ist es egal, wo die Typen schlafen, oder? Wen Besitzer? Gut, dass ich erstmal mit dem Bett nichts gemacht habe. Stimmt! Ich habe die... Weil die nämlich die neuen... Weil nämlich dadurch, dass wir jetzt einen halbwegs fähigen Konstrukteur da haben, sind nämlich jetzt die neuen Betten natürlich von erhabener Qualität. Oder... Warte mal. Jetzt fällt mir auch gerade wieder ein, dass das Doppelbett wahrscheinlich... Ja, genau. Das Doppelbett ist natürlich schäbig. Naja, schade. Jetzt weiß ich auch, warum ich ein zweites Bett gebaut habe, statt das so zu machen. Naja, was soll's. Das ist mal ein normales Bett. Das können wir erstmal deinstallieren, denke ich mal. Ist egal, ob da ein Bach steht. Eigentlich hätte ein Punkt ohne das Dach gereicht, um die Temperatur gleich zu machen. Es geht mir aber um die Ordnung. Ordnung muss sein. Warum rennen die einfach? Achso, zwei Kolonisten untätig. So, warte, Väterchen und Mimik sind unfähig. Was können die denn eigentlich? Ich glaube, Väterchen kann forschen, oder? Genau. Ne, der ist Künstler. Der ist Künstler! Und Forscher. Und was kann Mimik die ganze Zeit? Die kann Social, Wesig und Landwirt. Achso, weil ein Landwirt ist gerade nicht gefragt. Echt nicht? Ein Landwirt ist gerade nicht gefragt. Ich sollte doch mal anfangen, Teufelsgarn anzubauen. Bei Gelegenheit mal. Ich schlafe mal jetzt im Bett. Ja, was soll denn deine Geliebte dazu denken? Oder Geliebter? Deine Geliebte. Die haben nichts zu tun. Erstmal Forschung. Forsch mal bitte. Achso. Komponentenherstellung. Das kenne ich und das ist absolut. Das werde ich jetzt nicht erforschen, weil es dauert mich absolut ewig, ein Ding zu bauen. Ich habe gehört, dass der Tiefenscanner absolut enttäuscht ist, aber ich werde ihn trotzdem bauen. Einfach nur, um ihn mal zu sehen. Die Tiefenbogen erstmal nicht, aber der Tiefenscanner hört sich irgendwie cool an. Vor allem haben dann meine Leute was zu tun. Ich brauche eh gerade nichts anderes, oder? Nö. Ein Raumschiff bauen ist gerade eh noch. Ich habe ja wohl ein King-Size-Bett. Es gibt tatsächlich ein luxuriöses Bett, aber das. Gibt's das noch? Doch, hier, es gibt noch das königliche Bett, aber das braucht irgendwie 50 Gold.
ausreichend Platz für zwei. Also man kann das königliche Bett, was sowieso Gold braucht, mit Gold bauen. Du brauchst 2250 Gold. Oh Mann. Immer noch Malaria-Block. Achso, ja, okay, machen wir Malaria-Block. Malaria wäre vielleicht auch eine ganz gute Idee. Darüber könnte man vielleicht nochmal nachdenken. So, warte mal, jetzt auf jeden Fall aber erstmal Kalkstein hier. Fangen wir. Nein, ich möchte eigentlich nicht 20.000 Türen bauen. Ich möchte eigentlich eine Wand bauen. Danke, bitte. So, machen wir ja. Definieren wir erstmal die Grenzen des Imperiums. Weil mir gerade auffällt, ich muss hier mein Feld irgendwie mal teilen. Also, ich muss meine Felder sowieso gleich nochmal komplett neu verlegen. Nee. Ich möchte eine normale Tür bauen, danke bitte. So, brauchen wir hier nochmal irgendwie. Rock, bevor du irgendwelchen Unsinn machst, hier da so eine Tür rein. So. Danach muss ich meine Felder nochmal neu überdenken. Das ist natürlich ein bisschen doof mit der Ernte. Wird das ein bisschen goldig wert? Eine Wand aus Türen. Ja, das wäre sicherlich total lustig, aber. Nee. Vor allem bei Türen, glaube ich, mehr Ressourcen kosten als. Ja, genau. Meine Tür kostet doch 25 Kalksteinblöcke und ein Dings irgendwie nicht. So, zerrissene Klinge, ja, das ist. Ihr dürft euch gerne alle mit Staubmittel ausrüsten, sobald Rock die mal gemacht hat. So, einkühlen ist und Mimik. Hat Mimik noch irgendwelche Talente, die ich hier irgendwie noch benutzen kann? Social, Landwirtschaft und Forschung. Tja, ich habe gerade keine Gefangenen. Ich habe bei Mimik schon sauber machen nur vollgestellt, ne? Ja, habe ich. Verdammt. Es gibt nichts sauer zu machen in der Kolonie. Wie konnte das denn passieren? Wie beschäftigt ihn jetzt Mimik vor lauter Angst? Ich glaube, es wäre klüger, wenn ich rein arbeitstechnisch Mimik forschen lasse. Dann geht es halt ein bisschen langsamer. Aber dafür ich halt mehr Arbeits... Der hatte nicht immer forschen. 17, ich bin mir fast sicher. Okay, wir lassen nicht Mimik forschen. Also das... Das war... Bis eben war das eine nette Idee, aber forschen 17 und 10, das ist... Nee, das ist einfach schön. Das Prinzip. Aber andererseits... Ja, prinzipiell, ich brauche die Forschung ja gerade nicht, ne? Wie schnell forscht denn der Typ? Oh. Prinzipiell wäre es besser, wenn ich Väterchen einfach Kunst herstellen lasse, die ich bei Gelegenheit vertackern kann, als wenn jetzt hier, aber apropos, ich habe einen Bauplatz für meine Lampe gefunden, die ich vorhin irgendwo eingedütet habe. Da. Installieren. Hier ist, glaube ich, ein guter Platz für eine Lampe. Ich glaube, ich fahre besser damit, wenn ich Väterchen jetzt irgendwelche Kunst herstellen lasse. Und Mimik in der Zwischenzeit langsamer Sachen forscht. Weil aktuell brauche ich ja nichts irgendwie schneller forscht, weil ich wüsste gar nicht was. Also in der Forschung hängt es ja gerade nicht. Das hängt ja gerade an allen anderen Ressourcen und Arbeitszeiten so nicht. Tja. So, warte mal. Vor allem, ich frage mich nur, was passiert, wenn sich zwei Kolonisten in die Haare kriegen. Wo ist denn jetzt hier der Kunsttisch? Bildhauertisch, genau. Zack. Also ich sag mir gerade, ich muss ja auch noch Möbel vor den Dingern stellen, ne? Hocker, na gut, da funktioniert brauchen wir keinen Hocker, das ist Quatsch, aber da haben wir überall Hocker. So, na gut, vom Krematorium brauchen wir auch keinen Dings. Das Krematorium hat keinen Strom, wie konnte das ist mir echt, das nicht gut. Ja, das Krematorium muss sowieso gerade nicht an sein, genauso wenig wie, haben wir jetzt eigentlich die Leiche von den komischen Mechanoiden verballert? Ja, haben wir. Die Mechanikwerkbank muss zum Beispiel auch nicht immer an sein, was kann ich eigentlich immer noch herstellen? Ich bin ein Trottel. Ich habe bereits eine Mechanikwerkbank. Verflucht. Warum sagt denn niemand was, dass ich bereits eine Mechanikwerkbank habe? Verdammt. Verflucht. Setz bei deinen Ausrüstungsdoktrin mal eben die Oberleiste auf 50%, dann holen sich Kolonisten neu klein, wenn sie kaputt ist und du hast nicht die zerrissene kleine Scheiße. Okay, das wäre natürlich in der Tat eine gute Idee. Outfits verwalten. Ich würde gerne Arbeiter verwalten und bei 50% jede Qualität. Ja, das ist. Da kann ich wahrscheinlich gerade nicht so viel machen. Krieger bitte auch nochmal 50%. Gut. Was hast du bei ein paar Leuten mit erzwungenen Teilen? Die können sich nicht selber ablegen. Was? Warte mal, habe ich? Soziale Drogen ist okay. Ein Drink pro Tag. Aha, Drogenrichtlinie. Na gut, wie muss sein? Wir sind aber auf jeden Fall fertig heute. Heute mal 5 Minuten länger. Statt sonst wie immer. Und dann mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Lasst mir noch Kommentare da und so Zeug und so fort.